Einen wunderschönen guten Tag hier zum Product Update, heute mal wieder von dem schönen Sitz hier vom Mailorder. Und wir haben natürlich wieder ein paar Brands heute hier am Start und das sind vier Stück, und zwar Enjoy, Hessenmob, Baker und Chocolate. Genau, und ich genieße gerade meinen Rockstar-Drink, den ich gerade gesponsert bekommen habe. Und ja, jetzt gehen wir mal zu Herrn Kerem Elver in seine neue Crib. Nein, es ist kein MTV Cribs, aber es ist sowas Gleiche ungefähr, aber naja, wir haben auch noch jemanden da, der ist gerade zu Besuch, das ist Vladek Scholz, der klebt auch noch hier in der Butze rum, der hat gestern übrigens Plauen gewonnen, dafür nochmal herzlichen Glückwunsch, Vladek, und jetzt schauen wir mal, was hier so los ist. Also hier ist der Büro von Kerem, hier seine Pokale, früher Blade Contest und so hat er immer fresh gewonnen. Guck mal, da ist Vladek, direkt hier, der zaut einfach ab oder was? Mogu, Junge! Ja, hier. Also, hier sind wir jetzt in der Wohnung von den Kerem Elver. Da ist Till noch, der liegt im Bett, hat sich gerade noch eingeschrubbt. Und ja. Ja, und da sind die ganzen Boards. Zeigen wir euch natürlich genau jetzt. Ja, habt ihr schon richtig geahnt hier. Kerem Elvers Couchtisch, der wunderschöne, aber dazu kommen wir gleich noch. Und wie gesagt, wo wir gerade schon bei Kerem sind hier, haben wir dazu passend Hessen-Mob-Bretter am Start. Nein, Mob-Boards. Mobboards, alle. Und ja, ich weiß gar nicht, machen wir erst kurz ein, machen wir erstmal normal, das Beste zum Schluss, würde ich sagen, ne? So, dann geht's hier los. Das heißt Finger, die Serie. Und das ist ein 7625er. Hier. Das ist nämlich der hier. Kennt ihr? Aber check mal bei mir, wie das bei mir aussieht. Da ich meine Finger gebrochen habe, die sind immer nicht so. Ja, du kommt auf jeden Fall nicht ins Team. Nur so geht's, ja? Ja, okay, dann haben wir hier nochmal das Finger in 8. Das ist auf jeden Fall mein Ding. 8 Inch. Und dann haben wir noch, was für mich ein 7,75er, nicht. Und das ist auch Finger, das ist nur diesmal in Blue. Und das sieht ungefähr so aus. Mob City. Mob City, Alter. Weil ich glaube, wir haben noch normales. Ja, hier ist noch eins. Gefällt mir persönlich sehr gut. Heißt Brotherhood und kommt in 7,875. So, ich sag jetzt nichts dazu. Ja, und jetzt bin ich sehr, sehr stolz auf die Jungs, denn ich finde einen der geilsten Cruiser ever gemacht, Alter. Und das ist dieser hier. Der heißt einfach nur Longboard Cruiser Mob und ist in Rot. Und da ist leider keine Size angegeben, deswegen kann ich euch nicht sagen, was es ist. Aber der Gerrit, der macht das schon klar, dass man das sehen kann. Auf jeden Fall, wie ihr seht, super geile Shape. Und ich glaube, das wird auch mein nächster Cruiser werden. Und ich glaube, der vom Türken auch. Hat auf jeden Fall was. Dann haben wir hier noch den Kochlöffel, den kleinen. Schöner Anblick. Das ist auch einfach nur Cruiser in Blue. Steht leider auch keine Größe dabei. Aber auch sehr, sehr feines Teil. Kann auf jeden Fall schön damit hin und her wupsen. So, und dann haben wir den letzten Cruiser. Der ist in Size 17.253. Ja, und das heißt, wie gesagt, auch einfach nur Cruiser oder Move It, würde ich mal denken. Aber das ist auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist das sogar so ein Fiberglas-Zeug? Ja. Okay, das ist sogar Fiberglas, sehe ich gerade. Ja. Und dementsprechend, der flext wahrscheinlich schön beim Fahren. Genau. So, Product Update. Hidimesis, zeige ich euch jetzt mal, was hier bordmäßig abgeht. Baker, Baker, Chocolate, Chocolate, Enjoy, Enjoy. Das war's. Yo. Also, jetzt haben wir hier frische Baker-Boards. Und da haben wir das erste hier, das heißt The Bug in 8,2. Und das ist von Brian Herman. Dann haben wir ein nächstes hier von Terry Kennedy. Das heißt ebenfalls Bug und kommt in 7,75. Weiter geht's ganz dezent mit Chocolate. Da haben wir das von Vincent Alvarez. Die Serie heißt. Warte mal. Deine Mutterserie heißt es. Nee, wie heißt das nochmal? Nee, wo steht denn das überhaupt? Ja. Wie heißt das denn? Okay, ich kann auch nicht lesen. Das kannst du nicht lesen, Digga! Was? Fluorescence. Yo. Die neue Floristen-Serie. Kenny Anderson. Ja, jedenfalls, das ist ein 8,125er. Ja, ich setz mich mal hin. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch Enjoy hier auf dem Tisch rumlungern. Und die Serie heißt Collabo R7 und das ist ein 7,9er Brett.
Ja? Und dann haben wir das letzte hier, das gleiche nur in 7,5. Ist nicht das gleiche. Hast du recht, Gerrit, das heißt Dump Collab R7 und das ist von Louis Valletta. Und jetzt haben wir noch Hype Skateboards, die liegen bei Karen voll gewichst im Bett und jetzt kommt Mala. Ja! Oh, yesterday, oder was? So, Expectations haben wir hier in 8,25. Ich weiß, glaube ich, nee. Oh. Hype. Dann Reconstruction 8,125. Komm, oh, hier unser DJ, Herr Scholz. Mal ein bisschen hier Reggae-Stimmung hier, Bob Marley. Wir brauchen immer noch das richtige Equipment, aber. Gonna be alright! So, jetzt haben wir als nächstes Empora 8,25. Das Trance in 8,125. Und als allerletztes heute das Positively 7,8. Jetzt hoffe ich mir die Hunde voll. Jungs, Party Time. Kerl. Cheers. Boah, das ist ja Asbach, Leute. Das gut, das gleich noch arbeiten. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Also, jetzt müssen wir ja noch einen neuen Gewinner picken diese Woche. Und ihr kennt das Spiel, jemand sagt eine Zahl und wir gucken dann gleich, wer es ist. Und heute sagt mir Vladek mal eine Zahl, deswegen würde ich dich eben bitten, eine Zahl zwischen 1 und 40, egal welche, zwischen 1 und 40, sag mal eine. 32. 32 und eine Zahl zwischen 1 und 100. 59. Okay, 32 cm Penislänge, 59 mal Verkehr, letzten zwei Wochen, alles klar. Ja, dann müsst ihr gleich gucken, wer das ist. Zuerst mal Bescheid. Boah, Digga! Boah, so fresh and so clean, man. Ja, wir sind jetzt gerade hier wieder beim Denzel Shenzhen und wie gewohnt, jetzt wird der nächste Gewinner gepickt und wir haben ja gerade Vladek gefragt. Und der sagte zu mir, er möchte bitte Seite 59 eine Nachricht bekommen. Geil, Alter, jetzt kann ich mal ein neues iPhone rausholen. Christian Krause. So, 10, 20, 30, 32. Skaterfinger? Skaterfinger? Jetzt kommt bitte richtig dicken Kickflip, Alter, irgendwo ein 15er oder so. Der muss jetzt echt gut fahren, Alter. Amma, komm, muss uns das alles. Oh mein Gott! Nice. Der ist am Datteln. Ja, egal. Jedenfalls, das Leben hat so bestimmt, du bekommst auf jeden Fall jetzt ein Skateboard, lieber Skaterfinger oder lieber Dattler, damit du auch mal wieder ein bisschen auf die Straße kommst und nicht den ganzen Tag vom Rechner chillst. Jedenfalls, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ich bin total verrückt, wenn ich das Video mir weiter angucke, Alter. Dattel im Speckmantel. Ja, warte. Amma? Let's go. Von extremen Zombies geht's extrem schnell zum neuen Magalok hier. Der ist seit dem letzten Freitag in den Läden erhältlich und auch neuerdings, was heißt neuerdings, immer wenn der Magalok da ist, könnt ihr den natürlich auch online for free erwerben oder ihr könnt den natürlich auch flippen, wie ihr da seht, oder euch runterladen oder je nachdem, wie ihr wollt, nach Hause bestellen. Ist auf jeden Fall for free, gute Sache, gibt's in jedem Titelshop. Checkt das aus, Hammer hat mal wieder gute Gossip-Seiten rausgehauen. Ja, komm, du bist der Beste, du weißt. Jedenfalls, der ist jedenfalls jetzt am Start und gönnt ihn euch. Ja, Jungs, das war's wieder mit dem Product Update für diese Woche. Den Stuff gibst du immer zu haben auf www.titus.de/update oder im Titus-Shop deines Vertrauens. Wir sind raus, wir kuscheln jetzt noch ein bisschen im Arbeitsplatz. Wir sehen euch nächste Woche. Bis denn. Jungs, wir müssen ganz leise sein. Was der Karen noch nicht weiß, der ist jetzt Pro geworden auf Hessen-Mob. Und ich habe sein Pro-Board direkt dabei. Das war das Türke himself. 7,0 Inch.
low, 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 schmale Achsen. Und jetzt gucken wir mal Kerem. Wir überraschen jetzt Kerem mit seinem ersten Pro-Board. Yo! Kerem, Digga! Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Was ist los? Du bist ja schon lange auf Facebook unterwegs und so, ne? Ja. Die Jungs haben sich jetzt gedacht, die haben mich angeschrieben und haben gesagt, ey, Kerem, das ist so ein verflixter, schneller Türke. Der muss jetzt Pro werden, Alter. Ich habe jetzt dein erstes Pro-Board dabei. Aber nicht. Wow! Herzlichen Glückwunsch, Digga! Jo, zeig mal, Alter! Wie geil, boah, und wie findest du es? Ey, genau mein Shape, Alter. Ich glaube, damit gehe ich jetzt richtig ab. Ja, muss ein bisschen einfahren, aber geil, Alter. Ja, Mann. Wurde endlich mal Zeit, ey. Danke, Jungs. Da. Wurde endlich mal Zeit. Fett.